So Leute, ich habe euch heute mal ein Video gemacht von den Scrubbern, wie man die füllt. Einfach mal zugucken. Ich habe hier ein paar Reflexionen leider im Bildschirm, aber ist nicht so schlimm. Mich kennt ihr ja schon. Ist hier bei mir unten im Keller mit den Geräten und dem Kalk. Ja, einfach mal zugucken. Ich werde es kommentieren. Viel Spaß dabei. Danke. Ciao, Servus. Okay, los geht's. Ich habe hier mal aus einem kleinen Rohr eine Halterung gemacht, schon mit dem früheren Rebreather, der passt aber auch perfekt auf die vom Revo, die Scrubber. Hier seht ihr schon jetzt gleich, es staubt. Viele machen das so ein bisschen höher, dann geht der Staub weg. Das sieht man jetzt ganz deutlich. Vorher blieb der eher drin. Ich habe da noch nie so Probleme mit gehabt. Aber gut, ihr seht schon, hier staubt es ja, wähle ich ein bisschen weg. Ist vielleicht nicht ganz so geil, wenn man da die Geräte alle dran nebendran stehen hat. Aber okay. Ist nicht gleich tödlich. Ich fülle normalerweise auch mit einer Maske so ein bisschen was Besseres als FFP2. Ich will das nicht unbedingt einatmen. Das ist, glaube ich, nicht so gut, aber man muss es auch nicht übertreiben. Am besten ist es, man macht es nicht im Keller neben dem Gerät wie hier, sondern man macht es irgendwo draußen, wo der Wind das einfach wegwehen kann. Dann atmet man es selber nicht ein und es wieder nicht irgendwo hin. Hier die Lippe nach unten, genau. Die hält dann den Kalk eher auch drin. Spinne drauf. Feder. Jetzt Feder mit dem Daumen nach unten drücken. Mit der anderen Hand drehen. Klopfen, klopfen, klopfen. Man kann aus dem Kalkfüllen eine Kunst machen. Ihr werdet schon sehen. Ich bin nicht der schlampigste Kalkfüller. Wenn ich mal zu viel reingegeben habe, was auch vorkommt, dann hole ich mal mit einem kleinen Löffel auch wieder ein bisschen was raus. Oder ich mache, wenn jetzt hier das Gewinde zu weit rauskommt und wenn es nicht dicht genug ist, mache ich auch nochmal auf und gebe nochmal was rein. Das kann man auch machen, dass man einfach so ein bisschen klopft, wenn man was nicht so vollhartes hat. Hier habe ich eine gummierte Unterlage, die ist ganz gut zum Klopfen. Und schon ist auch fertig. Ne? Also man muss keine Kunst draus machen. Es geht beim Revo sehr, sehr schnell. Jetzt habe ich das Ganze nochmal draußen bei mir auf der Treppe. Das ist ein bisschen besser, was den Staub angeht. Und hier will ich nur zeigen, ein ganz normales Gaffer-Tape, also ein Panzerband-Tape, reicht auch als Unterlage, damit wir den RMS-Sensor nicht verkratzen nachher beim Klopfen und beim Drehen. Grundsätzlich so ein bisschen auffüllen, dass der Rand relativ voll ist und in der Mitte so ein kleiner Berg entsteht, so ein kleiner Kilimanjaro, wie ich ihn nenne. Dann klopfen wir es runter eben. Wenn es schief runterklopft, dann müssen wir ein bisschen das machen, was ich jetzt gerade mache, eben hier so ein bisschen verstreichen. Bisschen Fingerspitzengefühl schadet dann nicht. Aber man muss jetzt auch kein Konditor sein, um das zu können. Ihr seht schon, ich nehme das Scrubber-Packen eher ernster als weniger ernst. Ich denke, das ist wichtig, aber das liegt daran, dass ich schon einige Rebreather vor dem Revo getaucht habe und da war das Ganze ein bisschen schwieriger, hat auch grundsätzlich länger gedauert. Deswegen habe ich wenig Widerwillen, dass das einfach länger dauert. Wenn man da vom Revo kommt, ist man, glaube ich, sehr verwöhnt, weil man es gewohnt ist, dass es so schnell geht. Für mich ist das immer noch sehr schnell. Radiale Scrubber sind auch viel schwieriger zu packen, zum Beispiel bei anderen Geräten. Müssen viel genauer gepackt werden, eben weil radial. Das Problem haben wir alles beim Revo hier nicht. Schon gesehen, ich habe ein bisschen verstrichen. Jetzt klopfe ich nochmal, drücke die Spinne runter. Die Spinne sollte schon definitiv innerhalb der Kassette sein und hier sollten schon einige Umdrehungen vom Gewinde rausschauen. Okay, danke fürs Zuschauen. Servus, sagt HB Diving.